Hey Leute, herzlich willkommen zu Deck of Delirium. Das ist, oh Wunder, ein Deckbilder, der vor, ich glaube, 9 Tagen oder so auf Steam erschienen ist. Das ganze Spiel ist kostenlos. Es ist mit Piraten, das weiß ich. Und sonst, ich habe es gerade runtergeladen. Ich habe das gestern entdeckt und ja, ich mache da mal ein Let's Play zu. Wir gucken da mal rein. Ich kann halt gameplay-technisch überhaupt noch nichts dazu sagen. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und ja, ich hätte gerne eine Erklärung. Beziehungsweise, ich kann jetzt. Es gibt keine deutsche Sprache. Es gibt auch einen Draft-Modus und Start. Okay, Starterdeck. Ich nehme jetzt mal Tutorial und dann gucken wir. Yay. Genau, Left-Click. Und genau, was ich auch noch weiß, also als Ressource wird Sanity benutzt. Ob das jetzt nur ein fancy Wort ist für Energie, ich weiß es nicht. Mal gucken. Gut, das ist der Captain. Darunter stehen die Lebenspunkte, also im Prinzip der Charakter, ja, wir. So. Ja, alles klar, ne? Wenn die Gesundheit weg ist, das ist halt der Captain, das ist die Schiffsgesundheit, aber im Prinzip, ne? Ich sag jetzt einfach mal, das ist des Captains Gesundheit. Okay, ja, wir haben 5 Felder und Crewkarten können drauf gespielt werden. Artstyle ist okay, ist auf jeden Fall so ein bisschen lustig. Okay, wir können es noch vergrößern. Insanity Cost. Genau, jetzt haben wir das hier. Insanity Points. Das ist wahrscheinlich das hier. Total Power Value. Genau, das ist das da unten. Insanity Meter haben wir. Oh, das ist interessant. Das klingt auf jeden Fall interessant. Das heißt, wenn ich Karten spiele, steigt das. Und wenn das steigt, hat das dann Drawbacks? Oder ist das einfach nur so eine Leiste für Energie? Yay, okay, wir platzieren die einfach mal da. Ja, fantastisch. Ich habe meine erste Karte gespielt. Ich habe schon so gut wie gewonnen. Das ganze Spiel. Genau, das dauert halt mit der Karte auch der Zug, bis die fertig ist oder bereit, wie auch immer. Ist auch nichts Neues. Seasickness heißt das. Das ist ja nett. Also vom Begriff her, es ist dieses Piraten-Setting und Begriff, das ist schon sehr nett. So, Zug beenden. Gut, und der Pirat da will uns angreifen. Scratchy. Sieht halt, ne? Ist halt schon ein bisschen einfacher so vom Artstyle her, aber ich finde, das sieht trotzdem cool aus. So von generell vom. Ja, wie soll ich sagen, vom Artstyle. Genau. Der hat Leben und Power. Ja, okay, die hat jetzt noch keine Statuseffekte drauf. Wir haben noch einen Incentive Point bekommen und eine Karte gezogen. Ach, das macht er auch nicht automatisch, sondern ich muss halt, ja, alles klar, draufziehen. Ich wollte gerade mal hier unten gucken, aber erstmal machen wir das so. Ja, animationstechnisch, ne? Ist okay, ist okay. Ja, und wenn die halt Schaden kriegen, dann verlieren die Leben. Was für eine Überraschung. Lazy Dog, genau. Die würde ich mir jetzt auch mal angucken. Super, das ist schon nett. Das ist echt nett. Fish Explained. Fish, was ist das denn? Generates one of the 3 random cards. Tuna, Treasures and or Garbage. Das ist super. Genau, Keyword Abilities.
Yeah. Ach, so funktioniert das. Wenn ich einen Punkt habe, kann ich Karten spielen, die einen Punkt brauchen. Wenn ich zwei Punkte habe, kann ich Karten spielen, die zwei Punkte haben. Wird das pro Runde wirklich mehr? So, die haben wir jetzt geleert. Hat auch Seasickness. Garbage haben wir bekommen, ja, das ist schon so passend. Also für mich jetzt, nicht fürs Spiel. So, temporary Insanity Points. Okay, kostet nichts, können wir spielen, um diese Punkte zu kriegen. Bis zum Ende des Zuges, dann sind sie weg. Temporär und so. Kennt Spinach können wir casten, das ist auch super. Das ist auch ein Order like Garbage. Dafür braucht es aber eine Crew Card als Target, damit die gespielt wird. Give Beefy to Target Ally. Try playing this card on Lazy Dog. To do so, click and drag it over the card. Ja, alles klar. Ja, ich bin Vollprofi. Ich kann Karten auf Karten ziehen. Ach, das ist das mit dem Schild. Immun gegen Damage. Gut, wenn es einmal Scha wenn er, wenn die Einheit einmal Schaden bekommt oder das Crewmitglied. Oh, das bleibt sogar immun. Ich hatte jetzt erst gedacht, okay, Immunität ist was anderes als irgendwie das. Sonst wäre es halt einmal Block oder sowas. Also Wellington sieht auch cool aus. Gut, es bleibt bestehen, bis alles absorbiert wird, oder? Ja, okay. So, was haben wir? Ach nee, so, genau. Der Gegner wird immun sein für den Rest des Zuges, aber verwundbar danach. Okay. Mal Zug beenden, weil angreifen bringt jetzt nichts. Yippie, sieht auch super aus. Ja, okay, Provoke ist im Prinzip Taunt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, Wellington können wir jetzt nicht angreifen, genau. Und Volley, wir haben Volley, also Volley macht Schaden gegen alle Gegner. Zwei Damage an allen Gegnern. Destroy two enemies to promote. Gut. Tinfoil Milna. Milena. Mutate, Manifest, Kultist, okay. This one will fit perfectly. Faded Purple Insanity Point. Mutate Point ist das. Ah, okay, also hat das doch sowas. Also wenn wir 10 Punkte erreichen, werden wir verrückt. And Manifest. Das schaltet neue Kräfte frei. Für uns, aber auch für den Gegner und macht die Dinge merkwürdiger. Okay.
Utility Points, count toward filling your Insanity Points from Manifest. Aber können noch nicht benutzt werden. Okay. Bad News. Okay, Yippie hat Power und Leben bekommen durch Manifest. Tinfoil Milner hat auch Power bekommen. Gut, die beiden sollten auf jeden Fall reichen in der nächsten Runde. Aber das geht auch nicht wieder runter, oder? Yay, geschafft. Ja gut. Was ging schnell? Dann starten wir, nehmen wir mal ein Starterdeck. Draft lasse ich jetzt erstmal außen vor. Und wir haben Kibbles. Okay, der basiert auf Fisch-Keywords. And will jump out of your deck if fish enough. Oh, Morgrass kann seine Crew opfern, um zu mutieren. Das ist okay, das ist dann mit Mutate, Manifest und Brightside. Oh, Brightside sieht super aus. Hast es absolut verrückt zu werden? Ja, das Gefühl kenne ich. Aber die Crewmember sind stark, ohne Manifest zu triggern. Gut, ich starte jetzt hier einfach mal mit Kibbles. Was soll's? Harbor Pirates. Text, Text, Text. Bildschreds. Ich weiß jetzt nicht. Storytechnisch ist mir das, glaube ich, erstmal. Ich muss erstmal gucken, dass ich das so irgendwie hinbekomme. Landshark. Ja, das ist auch super. Das ist auch super. So. Gone Fishing. Das kostet direkt 5. Das haben wir das. Dann können wir das mal spielen. Und wir kriegen Fisch. Plus 1 Power to Random Ally. Der muss dann wahrscheinlich schon gespielt sein, richtig? Ich glaube. Scratchy. So. Power. Das 2, das wird bei dem auf jeden Fall erst nochmal reichen. Und wir kriegen Garbage. Da kriegen wir 2 von, dann könnte ich dich Fish a Tuner to promote. Ich würde mir das erst nochmal so aufheben. Da haben wir wieder Wellington mit seinem Shield. Habe ich denn irgendwas? Generate Unique Card Fire the Monkey. Gut, das steht jetzt noch nicht und wird auch noch nicht angezeigt, was sie macht. Das wäre natürlich nett gewesen, wenn ich direkt die andere Karte dann auch sehe. So, da hatten wir einen Fisch. Dann haben wir jetzt hier Captain Kibbles. Plus one power to self on each fish. Fish 3 times to summon. Ich hab nur 2 Fische. Fire the monkey. Deal 1 damage to target enemy, destroy power. Powdered monkey, deal powdered monkeys. Power as additional damage. Ja gut, ne? Wir könnten. Ich wollte das erst benutzen, um das Schild da zu zerstören, aber so wie ich das jetzt gerade hier so sehe, müssen wir erstmal. Wir machen das so. Ich hebe mir das jetzt auch noch auf. Fire the Monkey. Er greift ihn an, aber okay, das hatten wir erledigt. Du hast 5 Leben. Und das würde ich jetzt mal Fire the Monkey spielen. Das war das. Okay, dann hast du 2, dann hast du 1. Das ist ein bisschen. Das sind 2 Damage. Dann würde ich.
Vielleicht mal schauen. Also, Volley hebe ich mir, glaube ich, erst noch auf. Machen das erstmal so. Gut, du hast da mehr Leben. Das hat schon gereicht. Gut, da muss ich mich vor allen Dingen auch erstmal so ein bisschen reindenken. Auch diese ganzen Begrifflichkeiten und was die machen. Das heißt, ja, es ist alles hier so ein Piraten drum gestrickt und heißt alles anders. Aber im Grunde kennt man das schon zum Teil schon. Das hier mit dem Incendity Meter ist halt schon eine nette Idee. Ist halt die Frage, was da später noch so passieren kann. Warlord Engler. Wir haben jetzt 5. Also ich könnte Garbage spielen. Dann Warlord Engler. Dann kriegen wir Fisch. Und noch mehr Sachen. Dann spielen wir mal den Fisch. Und Treasure. Damit können wir, so wie das ausschaut, eine Karte ziehen. Skidmark. Ja, das sieht halt schon nett aus. Ist ein bisschen einfach gehalten, aber trotzdem, dadurch, dass das halt schon lustig ist, reißt das auf jeden Fall schon einiges raus. Gut, dann, du hast 5 Leben. Tja, haha, ich glaube, wir machen das so. Captain Miranda. Wen haben wir hier? Definitely a real pirate. Okay. When this card is destroyed, return the swept card to field. Alles klar. Du hast 3 Leben. Yay, gewonnen. So, Funny Bone. Ich habe scheinbar Start Game. Ach so. Es gibt scheinbar keine Karte oder irgendwas, wo man was auswählen kann. Mal gucken, vielleicht mache ich hier auch noch ein Angespielt zu. Ich glaube, ich mache da ein Angespielt draus. Da können wir jetzt noch gar nichts machen. Oha. Die haben auch schon ein bisschen mehr Leben. Ich kann jetzt hier auch überhaupt noch nichts machen. Each time you fish, fish again. Charm. Genau, das ist quasi ein Buff. Wie kann ich denn... Ach, Moment, das ist hier, ne? Ja, okay. Dann machen wir erstmal das. Aber das ist irgendwie kein guter Start. Wobei das jetzt auch nicht so viel Schaden war. Gut, Volley ist halt so ein bisschen... Das ist halt alles gerade ziemlich doof. Skeleton Spawner Left. Lass mich raten, was auf der rechten Seite auftaucht. Skeleton Spawner Right. Jetzt kriegen wir Lazy Dog. Gut, dann haben wir 4. Randy, Roger, Anchor, Fish at Start of Each. Das wäre natürlich cool, wenn der überleben würde. Deswegen, ich spiele den jetzt trotzdem mal. So. Aber er greift mich an. Aber das könnte halt echt Saboteur. Zwei Damage Provoke. Der hat auch noch Provoke. Das ist ja auch super. Und das hier ist... Cards cannot make attacks. Das ist halt auch super.
Ja, dann spielen wir dich mal. Dann spielen wir Captain Kibbles. Ich krieg da, kann da direkt schon Insanity Points bekommen. Oder ich spiele erstmal noch einen Fisch. Die können jetzt halt erstmal noch gar nichts machen. Ich kann jetzt im Prinzip hier schon die ganzen Draw-Karten spielen. Beefy. Also ich würde. Es müsste erstmal noch passen. Oder. Die haben zwar mehr Leben, aber die haben wenig Angriff. Jetzt haben wir da auch noch einen Loader reinbekommen. So, einmal bitte Volley. Dann machen wir auch schon mal ganz gut Schaden, weil jetzt relativ viele Plätze besetzt waren. Und du hast noch drei, du hast neun. Das heißt, ich würde sagen, dich hauen wir so raus. Und Insanity Bonds können wir jetzt echt eine Menge bekommen. Machen wir das noch. Powder Monkey. Und wir feuern mal den Monkey. Dann bist du nämlich auch raus. Dann haben wir jetzt noch zwei Punkte und könnten einen echten Piraten spielen. Aber auch nur austauschen. So, Treasure. Dann werde ich jetzt gucken, dass wir. Sanity Points bekommen. So, Lazy Dog spiele ich jetzt wieder. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, ich würde schon sagen, ja gut, Beefy, ne? Die machen halt nicht so viel Schaden, aber ich könnte dir das jetzt mal geben. Warlord Angler haben wir da jetzt noch. Random Power-Up. Old Man Shivers. Sieht auch super aus. Können wir noch zwei Punkte bekommen? Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht so. Und jetzt können wir endlich angreifen. Und dann gucken wir mal. Nee, kann ich noch nicht. Doch. Ich kann dich angreifen. Kann ich. Jetzt geht das. Gut, dann greifen wir dich weiter an. Und genau, dann kann ich jetzt Warlord Angler spielen. Hungry Seagull. Ist auch lustig. Ja, mit diesen random Buffs finde ich das ein bisschen, weiß ich nicht. Das plus 1 Damage, das würde ich doch lieber kontrollieren können. Also wer das bekommt. Da können wir noch Insanity Points bekommen. Also wenn ich die mir jetzt gebe, dann könnten wir das hier spielen. Kann ich dich denn. Ich muss das auch dann wieder spielen mit Swap. Irgendwen, den ich dann austauschen möchte. Das könnten wir so machen. Da ist schon wieder ein Loader. Das Problem ist, wenn ich ihn hier so spiele, das ist zwar cool, dass ich dann immer was bekomme, aber der blockiert dann halt auch wieder so einen Slot. So, wenn ich dich jetzt nehme und den da angreife, dann sind die schon mal weg. Ja, das ist super. Die haben schon ein bisschen mehr Leben. Haben wir denn hier noch irgendwas,
Beziehungsweise ich könnte dich mal angreifen. Und die ganzen anderen Sachen hier kann ich jetzt halt nicht spielen, weil ich keinen freien Platz mehr habe. Ich weiß nicht, wollt ihr dazu ein Let's Play sehen? Ich mache erstmal ein Angespielt dazu, glaube ich. Gut, direkt die Karte rausnehmen oder den Gegner, um dann da wieder was reinsetzen zu können. Du hast drei. Du hast Beefy und Provoke. Dann kommst du da mal hin. Damit habe ich jetzt noch gar nicht angegriffen. Okay. Manifest. Ja, so hundertprozentig. Hundertprozentig habe ich das noch nicht raus. Gut, aber wie gesagt, wollt ihr dazu mehr sehen, dann will ich ein Let's Play machen. Aber jetzt für den Moment wird das erstmal angespielt. Auch wenn ich das im ersten Moment anders vorhatte, aber ich kannte das Spiel auch noch nicht. Und deswegen, ja, mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.